こんにちは、ベニーさん。よろしくお願いします。Geht's dir gut? Ja, in Kuba. Ja, wo bist du? In Kuba oder wo? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oder ist es, ja, sieht so ein bisschen spanisch aus. Hm? Kolonialstil, ne? Mhm. Lange Zeit ist her. Wir haben uns fast 2 Wochen nicht gesprochen. 10 Tage. Ehrlich? Und du warst auf dem Japanfest. Ich habe dich gesucht, habe dich nicht gefunden. Warst du auch auf dem Japanfest? Hi. Und dann, aber hast du unsere Bühne nicht gesehen? Doch, natürlich habe ich die Bühne gesehen. Also, für die Zuhörer, Japanfest in München am, lasst mich 16. lügen, 16.07. Genau. Richtig. Sonntag. Von 11 bis 18 Uhr oder so. Ja, ungefähr. Ich war dort von circa 12 bis 2. Mhm. Unsere Auftritt war 2:30. Ja, ich dachte mir schon, du hattest irgendwas gesagt, dass es verschoben wurde. Mhm. Bisschen. Und es ist dann aber sehr voll geworden. Ja, sehr voll. Ich habe gedacht, vielleicht sehe ich dich irgendwo, aber keine Chance. Nee, an dem Tag war ich total stressig, weil... Ja. Du hattest am Abend noch einen Auftritt. Ne? Genau, ich habe so eine 2 verschiedene Welt sozusagen. Und waren beide Auftritte gut, oder? Ja, sehr gut. Ja, cool. Wunderbar. Das freut mich. Es war ein schöner Tag. Das eine war ein Chor und das andere war, da hast du Solo gesungen. War Solo. Mit Solo. Band. Platz gesungen, genau, mit dem Profi-Band. Cool. Ja, da... Genau. Ich bin leider dann, also das war sehr stressig, auch bei uns am Sonntag, ich weiß gar nicht, was noch war. Und ich war dann froh, tatsächlich, obwohl ich es schön fand, dann doch wegzukommen. Weil es wirklich sehr, sehr, sehr voll war. Und das ist jedes Jahr eigentlich, finde ich, es ist gut organisiert, aber der Platz ist einfach zu klein. Mhm. Inzwischen. Das ist eigentlich keine gute Location mehr für so viele Leute, die da hinkommen. Ja, so viele Location, so viele Leute, Menschen, und dann wenige Location. Und dann, aber über die Organisation, ich kann heute ein bisschen, wenn ich darf, kann ich auch so ein bisschen rüberreden. Also die Organisation war dieses Jahr extrem nicht gut. Ach echt? Okay. Schlimm, ja. Also da, ich kann es ja nur von draußen, ich sehe das ja nur von draußen und ich muss sagen, das ist schon sehr eingespielt. Also mir hat sehr, sehr gut gefallen wieder diese deutsch-japanische Schule. Das war super. Da haben wir ja so, ich war mit unserer Tochter, da haben wir so einen kleinen Pikachu aus Origami gefaltet. Das war sehr nett. Sehr nett war auch die Dame dort, die lustigerweise eine Italienerin war, die einen Japaner geheiratet hatte. Okay. Und deren Kind. Und die waren auch beide da. Der Mann hat auch mitgeholfen, aber der war quasi da am Einlass oder wo er gesagt hat, da könnt ihr das und das machen. Das Kind hat ganz nett mitgeholfen, die Tochter. Die hat uns auch so einen Schwan, so einen Origami-Schwan geschenkt. Und die Frau hat tatsächlich mit uns gebastelt und das war ganz lustig, weil sie wiederum mit jemand anderem versucht hat, Deutsch zu sprechen. Die hat erstaunlich gut Deutsch gesprochen. Die hat gesagt, sie spricht kein Deutsch und dann sprechen wir Englisch. Und dann spricht sie mit jemandem, da war eine ältere Dame, die noch was basteln wollte und zwar fast perfektes Deutsch. Also war ich überrascht. Ja. Das war sehr, sehr nett, aber es war quasi Multikulti. Ja. Und trotzdem ist ein schöner, den habe ich jetzt leider nicht, das zeige ich das nächste Mal, den Pokémon. Ah. Den Pikachu in klein, in so einem Pokéball drin. War ganz okay. Aber was ich jedes Mal immer wieder erstaunlich schlecht finde, ich meine, das ist auch okay organisiert inzwischen, aber es sind einfach zu wenig Essensstände, das hatte ich auch schon mal gesagt. Tja, und die Leute stehen an und wir haben dann, weiß ich gar nicht, was wir gekauft haben, ich habe schon wieder vergessen. Heuer gab es so doch Ramen und dann Omusubi und dann, aber leider keine Kakigori, ne? Das ist so geschobenen Eis. Ja, das gab es nicht. Das hätte es gebraucht, tatsächlich vom also gespachteltes Eis ist das, glaube ich. Gespachtelt, genau. Und die, genau, wir hatten diese, wie heißen die, aus Teig sind, die man frittiert, brät auf beiden Seiten. Da in der Mitte ist, also es gibt einerseits die Oktopusbällchen. Ja. Wie heißen die? Takoyaki. Takoyaki, genau.
da war die Schlange so lange, dass wir ungefähr, also da habe ich mit Leuten gehört, die waren schon 40 Minuten angestanden. Wir haben uns an die halb so lange Schlange gestellt und haben tatsächlich 20 Minuten gewartet. Und das sind so Teigtäschchen, die auch, wo du 10 Stück kriegst. Mir fällt der Name ein. Gyoza? Gyoza, natürlich Gyoza. Und leider gab es die aber nur, also ich mag die ja gerne. Ich mag die gerne vegetarisch. Die finde ich super. Das waren vegetarische, aber unsere Tochter wollte was mit Fleisch oder mit Tintenfisch haben. Und die gab es aber nur in dieser Form. Und leider waren die ein Tick scharf. Ah. Zu scharf für Kinder. Also die hat sie 1,5 davon essen können. Und dann war aber keine Zeit mehr, sich nochmal irgendwo anzustellen, weil dann wären wir über eine Stunde für Essen angestanden. Und das war so ein bisschen schade. Wir haben uns quasi falsch angestellt. Und sie wollte eigentlich Takoyaki. Und dann, naja. Das nächste Mal habe ich gesagt, stellen wir uns gleich am Takoyaki-Stand um 11:30 an. Das ist eine gute Einstellung. Ja. Aber ja, das ist aber Essenstände sind nicht jedes Jahr gleich, sondern jedes Jahr andere Organisation, Anbieter und dann da. Und dann dieses Jahr haben wir gemacht, aber nächstes Jahr nicht mehr. Oder ja, es ist immer. Ja, das ist die Frage, ob es sich lohnt. Ja. Also was ganz nett war, ist, dass Omosubi da war, der, wo wir ja auch hier die Werbung drin haben. Ja, genau. Der die diese. Von Herrn Ikeshita. Ja, genau. Oder ist der drin? Ja, hier. Genau. Und das war eigentlich ganz nett. Genau, die haben auch, dann habe ich gesagt, ja, weil alle Magazine weg waren, die hatten vorne so, da waren die, das Nippon Ip und eben das Nippon Mag da und dann habe ich ihm gleich noch welche hingestellt, weil ich beide noch dabei hatte und das war ganz lustig. Das war sehr nett. Super. Ich fand eigentlich sonst auch gut, also das war wie jedes Jahr, gab es dann auch die Reise, Firmen, die präsentiert haben oder auch nur Gegenden in Japan, also hier zum Beispiel Miyagi. Das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Auch waren natürlich ANA und Japan Airways wieder da. Aber es war halt einfach zu voll. Es ist jedes Jahr zu voll. Egal, wo du hingehst, es ist überall voll. Die Hauptstraßen oder dieser Gang, wo sich alle durchzwängen, vor allem am Ende, wo es dann zu diesem japanischen Teehaus geht. Das ist einfach, also eigentlich katastrophal. Wenn da irgendwas passiert, dann können die Leute eigentlich nur ins Wasser springen. Was nicht schlimm ist, weil das nicht so tief ist, aber da muss irgendwie nicht viel passieren. Was sehr nett war, es gab wieder viele Cosplay, die sind dann immer auf der anderen Seite, haben die sich genau, die an sich der dahin. Bach, Bachseite. Genau, da ist so eine Bachseite, das war eigentlich wieder ganz nett. Nur die Entenkacker, da ist nicht so schön. Tja. Aber was kann man machen? Das kann man nicht, ja. Und wir haben am Anfang die Trommler gesehen, das war ganz lustig. Ah, super. Und meiner Tochter, unserer Tochter zu laut, aber ich fand es sehr gut. Und dann war noch jemand vor dir, vor euch war noch eine Gruppe, da hat, wenn mich nicht alles täuscht, er Englisch und sie Japanisch gesungen. Kann das sein? Ich weiß nicht. Also so Rap. Ich habe, also davon habe ich auch gehört, so Rap war auch sehr erfolgreich und dann. Aber ich weiß es nicht, ob die Englisch, Japanisch gesungen haben. Ja, das selber habe ich nicht gesehen. Und eures war auch gut? Haben die Leute gerne angeschaut? Wie lange war das? Halbe Stunde oder 20 Minuten ungefähr. Ja, schade. Ich wäre gerne noch da geblieben, aber das ging nicht mehr. Also ihr war zu heiß und wir haben dann schon, wir haben dann überlegt, ob wir noch, das war dann auch, dann gab es, wollten wir was zu trinken kaufen, was Japanisches gab es nicht oder nur an den Essensständen, wo man sehr lange ansteht. Mhm. Und dann gab es noch einen Stand, wo man, das war ja nicht schlecht, dass man überhaupt was zu trinken kaufen konnte, aber da gab es halt nur Apfelschorle und Bier. Ja, so ein normale deutsche Anbieter. Genau, gell? Und irgendwie hatte ich da ganz ehrlich gesagt einfach keine Lust drauf. Ja? Also entweder kaufe ich mir einen schönen Grüntee, na, so einen schönen Apfel, ja? Und das gab es halt alles nicht. Oder es gab diese, wie heißt diese Limo mit der Glasflasche und der Glaskugel drin? Ah, Lamune. Lamune, genau. Gab es nur an einem Stand, war auch dieser Essensstand, hätte man wieder 40 Minuten anstehen müssen. Das ist halt so ein bisschen schade. Also das Coolste wäre ja ein Getränkeautomat. Oder zwei. Oder 10 Getränkeautomaten. Aber dadurch, dass es die einfach so nicht gibt und das nicht so flexibel in Deutschland ist, dann brauchen wir wahrscheinlich eine Aufstellgenehmigung und was weiß ich alles. Ja, und dann so diese Motoren und dann genau. Generatoren. Oder den Strom dazu mit den Kabeln und so. Ich muss jetzt auch kurz was trinken, Entschuldigung. Ja.
Das fand ich so ein bisschen schlecht. Ja. Und du meintest, die Organisation war nicht so optimal. Ja, also ich habe es uns so nur indirekt mitgekriegt und bei unserem Chorleiter sollte etliche Sachen mit den Organisatoren so mitmachen und dann ja organisieren, aber kam keine Antwort. Das hat uns auch schwer getan. Ob sie ja so doch so die Yukata, diese japanischen Sommer-Bambole-Kimono anziehen könnte, aber dann wo können wir den umkleiden? Und jedes Jahr wurde dieses Haus der Kunst so ein großes Zimmer für uns angeboten. Und aber dieses Jahr dann ging es nicht, weil diese Haus der Kunst jetzt so Umbauphase ist und so weiter. Und aber stattdessen, wo kann man dann umziehen und dann, oder überhaupt umziehen? Dann und dann das ist alles. Bisschen chaotisch. Ja. Wird es eigentlich vom, das sind ja zwei, drei Sachen, Organisationen zusammen, die das machen. Das eine ist, glaube ich, das Japan. Also, eigentlich drei Körperschaften. Genau. Japan-Club und Deutsch-Japanische Gesellschaft und auch Japanischen Konsulat. Genau. Diese drei. Und wer macht die Organisation? Ja, alle. Sollte eigentlich alle drei in einem sein. Ja, vielleicht sollte ich mal mit denen sprechen. Weil ich mache ja tatsächlich zum Beispiel so eine, ich mache ja so Event- und Kongress-Webseiten. Und häufig ist da auch dieser Kommunikationsteil mit dabei, wo quasi die Leute sich im Backend miteinander besprechen und so. Naja, genau. Ja, schade, aber davon hat man tatsächlich als Gast nicht so viel mitbekommen. Das aber ist als, Hauptsache. Das ist das Wichtigste, glaube ich, auch. Also quasi diese Querelen in einem Hintergrund. Das ist schade, aber das ist, kam zum Glück nicht an. Im Gegenteil, ich hatte schon den Eindruck, dass das alles relativ gut aufgenommen wurde. Die Leute hatten eine gute Laune. Das war lustig. Selbst die lange angestanden waren, haben sich dann gefreut über ihr Essen. Es gab auch wunderschöne so Bento-Boxen, also relativ große Sachen, wenn man sowas haben wollte. Also tolle Sachen, aber ich wollte eben nur was Kleines eigentlich als Snack haben. Es wäre natürlich schön, wenn man einen Snack auch kaufen könnte in 5 Minuten. Und nicht 20. So ganz nebenbei, ne? So bemängelt. Einfach. Genau. Nee, ansonsten muss ich sagen, war das schön, ist jedes Jahr schön. Ich freue mich jedes Jahr, wenn das ist. Und die Clara inzwischen auch, die hat nochmal ihren Kimono angehabt, wo sie jetzt rauswächst. Wir hatten ein Geschenk bekommen, aber natürlich nicht, also A, kann ich das nicht richtig binden und B, hatte sie Turnschuhe dazu an. Das geht auch. Aber es war nett und lustig und wir haben wieder mit Cosplay-Leuten ein Foto gemacht, wo sie dann auch neben der Prinzessin Peach von Mario. Und noch einer anderen Figur, das hatte ich jetzt aber vergessen. Aber heuer gab es so viele von Kimetsu no Yaiba, diese Demon Slayer. Ja, Demon Slayer. Ja, genau. Genau, ja, weil das gerade halt in ist. Da war der Film, glaube ich, ja jetzt irgendwann im Winter oder so und das, die Leute stehen immer noch drauf. Genau, ich hab das mal angefangen anzuschauen, ganz ehrlich, ich werde halt mit so Fantasy-Geschichten, aber das ist egal, das ist bei normalen Filmen und Serien auch so, ich werde mit Fantasy einfach nicht warm und das war dann nichts so für mich. Ja. Geschmackssache. Ja. Genau, ich habe es nicht so mit Dämonen, habe ich schon selber genug. Ja, schön. Schön, dann habe ich, das war eigentlich so das Japan-Fest, wir sind mit der U-Bahn hingefahren. Das war okay, bis auf das, dass unsere U-Bahn-Linie umgebaut wird, aber das ist ja nicht das Problem. Also meinst du U3? U3, U6, genau, die wird da umgebaut. Ja, das ist jetzt gerade große Katastrophe, aber ja, es ist dann hoffentlich jetzt in einer Woche vorbei, angeblich sind es nur 6 Wochen. Bis Ende Juli dauert es. Genau, eine Woche noch. Stimmt. Ah, das ist Juli bald vorbei. Das habe ich nicht so richtig wahrgenommen. Genau, tut eine mir Woche. Leid. Genau. Eine Woche. Oh, Juli wieder vorbei. Oh, oh. Ja, so schnell geht's. Ja, das, also insgesamt war die Erfahrung gut. War die Stimmung gut. Ja. Und nur, dass wir halt dann noch was essen gehen mussten. Also unsere Tochter zumindest wollte dann unbedingt noch was. Ja, was leicht. Ich weiß gar nicht, was wir dann gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir was gegessen haben. Aber
leider nichts Japanisches dann mehr. Hm, aber macht nichts. Macht nichts. Genau. Ja, ja, also dann, ich kann euch nur so vorwarnen, im September kommt noch eine andere Veranstaltung. Cool. Und was? War so, also es musste auch ein Wochenende sein. Es handelt sich um Tsukimi, also diese Mond. Das Mondwendefest, oder? Genau. Mondfest. Mondfest. Mitte September oder wann ist das? Mitte September, und zwar, ich muss auch selber schauen. Da habe ich nicht so richtig reingenommen. Muss auch Wochenende sein. Mhm. Und von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft oder von wem genau, ist das? Von Deutsch-Japanischen Gesellschaft diesmal, ja. Mondfest München. Und das ist aber nicht in München, sondern bei München irgendwo. Genau, außerhalb, genau, die war. Am Starnberger See oder nein, am Ammersee? U5. Ich meine S5 Richtung okay. Osten, Westen. Ich glaube Ammersee oder so, kann das sein? Mag sein. Ich weiß es auch nicht. Können wir sonst das nächste Mal auch ankündigen, aber es gibt auf jeden Fall. Hast du es gefunden? Nein, noch nicht. Das ist, ist das 29.09? Hahaha. Ich habe mich verschrieben, ja, und habe anstatt japanische mit L aus Versehen geschrieben und dann gibt mir die nette Suchmaschine vor, Deutsch-Kanadische Gesellschaft. Aha. Okay. Nein, liebe Suchmaschine, es ist nicht die Deutsch-Kanadische Gesellschaft. Ist das? Auf jeden Fall, dieses Event, da trittst du auch wieder auf, oder? Ja, wir singen wieder. Mhm. Darum. Und darum das ist in Wessling. Ja, richtig, Wessling. Es ist in Wessling, aber ich habe leider das Datum nicht zur Hand. Aber es muss irgendwann Mitte September sein. Ja, genau. Also wer interessiert ist und in oder bei München wohnt oder sogar vielleicht eben in Wessling. Mhm. Und der kann da hinkommen. Ja. Und sich das anschauen. Und auf der Webseite der Deutsch-Japanischen Gesellschaft, da müsste das Ganze stehen. Und das ist tatsächlich so, du hast recht, das ist nicht der Starnberger See und das ist nicht der Ammersee, sondern Wessling hat den Wesslinger See. Ah, darum. Also hast du recht und ich glaube, ich weiß nicht, du hast gesagt, das ist S5, das kann gut sein, dann fährt die wahrscheinlich weiter Richtung Herrsching am Ammersee oder irgendwie sowas. Mhm. Genau, aber dort findet das statt. Und nachzusehen, eben. Die Details kann man eben, heißt es Tsukimi-Fest? Tsukimi-Fest, genau. Genau, und das ist nachzuschauen bei der Deutsch-Japanischen Gesellschaft München. Richtig. Aber ich wundere mich, warum machen Sie keine richtige Internetwerbung? Ja, da sollte ich mich vielleicht auch mal engagieren. Du kannst vielleicht ansprechen. Ja. Die brauchen irgendwie einen Veranstaltungskalender, weil was man immer bekommt, kleiner Kritikpunkt, ansonsten ist es ja alles gut. Man bekommt irgendwie 2 Tage davor eine E-Mail, dass irgendwo eine Veranstaltung stattfindet oder vielleicht eine Woche davor. Ja, aber meine Vorlaufzeit ist halt leider manchmal doch länger und dann sind das eben Veranstaltungen, die dauern halt 2 oder 4 genau. Stunden. Also nicht irgendwie, wo man mal kurz hingeht irgendwo. Eben, ja, diese Mailing-Info ist es immer so kurzfristig. Es ist viel zu kurzfristig. Ja, und das kannst du vielleicht auch ansprechen. Genau, und viel besser wäre eigentlich ein System, was die einfach ein Kalendersystem, den man sich vielleicht auch selber anbinden kann. Das gibt es ja zum Beispiel mit so einem Google-Kalender, dann könnte man den bei sich einbinden, dann hätte man automatisch die Termine drin. Oder wenn man das anders macht, dass man zum Beispiel so eine ICS-Datei hat, die kann man dann selber öffnen, in seinen Kalender importieren. Aber das sind halt keine einfachen Systeme, die kosten auch Geld und das große. Also meistens ist es ja so, das wird ja alles, da kriegt ja niemand Geld bei den Sachen und dann besteht auch nicht das Geld, dass man jetzt irgendwie ein System anbindet, was tatsächlich Euro kostet. Ja, im Jahr. Ja, so. Ja, oder im schlimmsten Fall sogar 1000. Das ist ja immer. Also,
von den ehrenamtlichen Sachen und in dem Fall. Weil da eigentlich ja, wird ja ein bisschen Geld eingenommen auch, aber so viel ist es halt auch nicht. Gut, long story short, das Japanfest, ich finde grundsätzlich schon sehr gelungen. Wunderbar. Ja, ja es als, ist so, von ganzen Zeit, so Reputation war sehr gut. Genau. Also dann, wenn man es von hinten bis vorne betrachtet, das Feedback, was man von den Leuten hat und auch die Erfahrungen, ich hoffe, die du auch gemacht hast, war es grundsätzlich schon schön. Die Leute, die man getroffen hat, alle bester Laune. Ja. Das fand ich schon schön. Ja. Fast noch besser als letztes Jahr. Letztes Jahr war alle noch so ein bisschen mit diesem Corona im Kopf. Mhm. Und diesmal war es wirklich ganz entspannt und das war schön. Ja, das super, war schön. Ja. Domo arigato gozaimasu. Arigato gozaimashita. Was sagt man? Otsukare sama deshita. Hai, otsukare sama deshita. Vielen Dank für deine harte Arbeit. Und wir sehen uns nächste Woche, oder? Ja. Sehr gut. Danke. Bis bald. Danke. 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 Tschüss.